Guten Morgen, ich begrüße euch. Ich will heute ein bisschen was über das Kriegswaffenkontrollgesetz und Geschosse für Maschinenkanonen erzählen. Ich habe die Tage ein Video gesehen von YouTube, was erklärt, wie man seine Zuschauerbindung verbessern kann. Das bedeutet, dass in den ersten Sekunden des Videos nicht die Leute wegschalten. Und dieses Video heute ist nicht für jeden. Deswegen werde ich jetzt eine Weile irgendwelches Zeug erzählen, dass so viele wie möglich abschalten, die keine Grundlagenkenntnisse im Waffenrecht haben. Sonst wird es hier alles falsch verstanden. Das ist nämlich sehr kompliziert. Und das, worauf ich raus will, das sind Fallstricke, in die Waffen- und Munitionssammler fallen, über die sie stolpern. Also Leute, die sich eigentlich echt gut im Waffenrecht schon auskennen. Und deswegen werde ich jetzt einfach ein bisschen was dazu erzählen und dann damit ein paar Minuten verbringen, so lange, bis die meisten weggeschaltet haben. Ich habe in meinem letzten Video darüber, dass das Waffenrecht evaluiert werden muss, eben erwähnt, dass Geschosse für Maschinenkanonen Kriegswaffen sind. Und das hat einige verunsichert. Also die hier. Ich habe ein hervorragendes Kommentar bekommen von einem Zuschauer, der gesagt hat, dass ich auf keinen Fall bei einem Video, was so viele Leute anschauen, was viral geht, über so komplexe Rechtsthemen sprechen sollte. Da hatte er völlig recht und das war mir nicht klar. Gut, jetzt habe ich schon fast 2 Minuten rumgebracht. Jetzt sollten die meisten, weggeschaltet haben, für die dieses Video nicht gedacht ist. Wo fange ich an? Erstmal noch einen Schluck Kaffee. Ich bin noch nicht wach. Die Kinder gerade zur Schule geschickt und fertig gemacht. Das ist genau die richtige Zeit, um komplizierte Aspekte des Waffenrechts zu reden. Auch noch Dank an einen Leser, der mir gesagt hat, wofür diese Patrone zum Beispiel verwendet wurde. Ich wusste natürlich, dass es eine russische 23 mm ist. Eine Exerzierpatrone dafür. Was für diesen russischen Flakpanzer. Schilka, wie auch immer. Schilka. Nur kennt man, wird jetzt auch in der Ukraine eingesetzt. War auch bei der NVA im Einsatz. ZSU 23. Dieses Buch ist hervorragend. Das ist von Mitte der 80er Jahre. Und als ich ein Jugendlicher war, lag das immer rum. Das hat mein Vater mal gekauft. Und da sind die ganzen Waffensysteme, die in der Ukraine eingesetzt werden, die diskutiert werden, ob sie der Ukraine geliefert werden, die sind da alle drin. Mars-Raketenwerfer, Gepard, die sind da alle drin. Da geht sogar die Panzerabwehrraketen. APG-7 und die Javelin. Das ist die erste Version der Javelin sogar drin. Das ist die da oben auf dem Foto. Genau, und das ist eine, eben meine Exerzierpatrone hierfür. Das Waffenrecht und das Kriegswaffenrecht, die spielen ineinander ein. Die haben Wechselwirkungen und die sind relativ kompliziert. Die sind sogar sehr kompliziert teilweise. Wie man jetzt eine Genehmigung bekommt, einen Panzer herzustellen und ihn zu transportieren, darauf will ich nicht eingehen. Das ist auch wahrhaft nicht mein Fachgebiet. Das ist wie mit dem Sprengstoffgesetz, ist auch das Kriegswaffenkontrollgesetz sehr eigenständig. Aber man muss einfach gewisse Teile, wenn man sich mit dem Waffenrecht auskennt, auch aus dem Kriegswaffenkontrollgesetz wissen. Hier ist der Paragraph 1 aus dem Kriegswaffenkontrollgesetz, darauf gehe ich gleich noch ein. Und dann ist hier die Kriegswaffenliste. Die Kriegswaffenliste ist die Anlage. Und die ist was vom Wichtigsten für jemanden, der sich mit dem Waffenrecht auseinandersetzen will. Ausführungsgesetz zu bla bla bla, Kriegswaffenliste. Und jetzt stehen hier Ebola-Erreger, irgendwelche West-Nil-Virus, Schweinepest, Virus, was weiß ich nicht, was alles drin, Atombomben stehen da drin, Giftgas. So, und jetzt wird es am Ende wird's dann interessanter. Hier kommen die Flugkörper.
Die Rohrwaffen. Hier sind die Waffen, die Waffenteile, die Munition und die Teile der Munition. Im Kriegswaffenkontrollgesetz ist es so: Kriegswaffen haben keine wesentlichen Teile wie im Waffenrecht. Zum Beispiel ein Maschinengewehr, ein luftgekühltes, ist eine Kriegswaffe. Das Gehäuse von diesem Maschinengewehr ist im Waffengesetz ein wesentliches Teil, aber im Kriegswaffenkontrollgesetz nicht. Da ist das Rohr ein wesentliches Teil. Nicht kein wesentliches Teil, sondern das Rohr ist aufgeführt in dieser Kriegswaffenliste und damit ist das Rohr eine Kriegswaffe. So, und der Punkt, auf den ich raus wollte, jetzt muss man mal gucken, ob man es auch auf der Kamera sieht, 54. Geschosse für die Waffen der Nummer 49 und 52. 49, Munition für die Waffen der Nummern 31 und 32. Das eine verweist auf andere und das andere verweist wieder darauf. Und hier steht's: Maschinenkanonen. Geschosse für Maschinenkanonen stehen in der Kriegswaffenliste drin. Jetzt kommen aber viele Abers. Ich habe nämlich einige Sammler verunsichert. Da kam dann gleich die Frage auf, ob auch Hülsen dafür verboten sind und dass irgendwer ein altes Geschoss, was mal jemand auf dem Truppenübungsplatz gefunden hat, ob das auch verboten ist. Und darauf fälle ich jetzt ein. Raus. Jetzt gucken wir noch in den Paragraph 1. Jetzt verrutscht meine Kamera. Danke an den befreundeten Sammler, dass er mir die Geschosse geliehen hat. Jetzt habt ihr zum Beispiel so ein Geschoss. Das hier müsste, wenn ich mich nicht irre, ein 20 mm Geschoss für die Flak der Wehrmacht sein. Das ist ein 30 mm Geschoss, keine Ahnung wofür. Ich habe mir aus meiner seiner Sammlung extra diese beiden geliehen. Bei fast jedem Gesetz hat man am Anfang eine Erklärung, wofür es überhaupt gilt. Zur Kriegsführung bestimmte Waffen. Zur Kriegsführung bestimmt, das ist ganz wichtig. Und hier steht noch, Gegenstände, die geeignet sind, als Mittel der Gewaltanwendung bei bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Staaten zu dienen. Ich habe doch was über die Deko-Maschinenpistole 9 mm erzählt. Da kamen die Kommentare, dass ja irgendwelche Spezialeinheiten sehr wohl noch 9 mm Maschinenpistolen benutzen. Ja, für Geiselbefreiung oder für Personenschutz. Aber der Personenschutz oder das Bewachen einer Botschaft ist nicht die Gewaltanwendung bei bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Staaten. Immer wichtig, bei jedem Gesetz vorne reinzugucken, wofür es überhaupt gilt. Und jetzt steigen wir ins Video ein. Nach 8 Minuten kommen wir jetzt zum Kern des Themas, wo alle anderen weggeschaltet haben. Dieses Geschoss ist aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist Jahrzehnte alt und wie ihr hier noch nicht seht, jetzt seht, ist es stark korrodiert. Das ist nicht geeignet zur Kriegsführung. Theoretisch könnte man das natürlich in eine Hülse reinladen und verschießen, aber theoretisch, das würde niemand machen. Bei einem Druck von tausenden Bar würde man nicht so ein korrodiertes Geschoss verschießen. Für die, na, sieht man es, ist absolut leer. Wie ich schon mal gesagt habe, bei diesen Videos muss ich leider bei allem zeigen, dass es unbrauchbar ist oder dass ich irgendwelche Genehmigungen habe, ansonsten könnte ich diese Videos nicht machen. Also, das würde theoretisch da reinfallen, aber Paragraph 1 schließt es aus. Ist nicht mehr geeignet, weil es korrodiert ist. Jetzt kommt die nächste Art von Geschossen, die ausgeschlossen sind. Ihr seht, hier sind die Rillen drin. Ihr dürft mir gerne schreiben, wenn ihr wisst, wofür das ist, dieses 30 mm Geschoss. Ich weiß es leider nicht. Hier haben sich die Züge schon eingedrückt. Dieses Geschoss ist bereits mal geflogen, wie man so nett sagt.
Hier ist es gelandet an diesen abgeflachten Stellen. Verschossene Geschosse fallen da auf keinen Fall mehr drunter. Sieht zwar noch schön aus, aber es ist nicht mehr zur Kriegsführung geeignet. Auch dieses Geschoss ist leer, wenn ich es aufkriege. Ich hatte es vorher aufgekriegt, jetzt klemmt es, ist egal. Auf jeden Fall, es ist leer. Genau, schon verschossen, total irrelevant für die Kriegsführung. Bei manchen Sachen könnte man da wieder argumentieren, dass es ins Waffenrecht dann noch reinfällt. Mir ist ein Fall bekannt, wo jemand illegalerweise eine Deko-Maschinenpistole reaktiviert hat. Der hat sich dann einen neuen Lauf gedreht und hat am Verschluss rumgeschweißt und so weiter. Die hat funktioniert, aber der Gutachter hat vor Gericht gesagt, die funktioniert zwar vollautomatisch, ist aber unzuverlässig und ist nicht gut und ist nicht mehr geeignet zur Kriegsführung. Also ist er wegen Verbrechen nach dem Waffengesetz verurteilt worden und nicht nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz. So, und die nächsten Arten der Geschosse, sozusagen die dritte Art, die keine Kriegswaffe ist, sind zum Beispiel Exerziergeschosse oder irgendwelche Übungsgeschosse. Deswegen habe ich hier diese Übungsmunition dabei. Das ist Kartuschenmunition, also Platzpatronen. Die haben eh kein Geschoss. Die spielen jetzt hier also eigentlich überhaupt keine Rolle. Und das ist Kurzbahnmunition. Das ist eine Bundeswehr-Kurzbahn mit einem Plastikgeschoss, was wegfliegt. Das ist keine Platzpatrone, das ist ein Geschoss, was im Ziel landet. Aus Plastik. Und das ist eine aus der DDR, eine Kurzbahn, die hat ein Aluminiumgeschoss. Und so Aluminiumgeschosse gibt es auch für Maschinenkanonen. Eine Übungspatrone kann nie eine Kriegswaffe sein. Die ist zur Übung bestimmt und nicht dafür da, den Gegner zu töten. Es ist die dritte Art, die nicht reinfällt. Wenn ihr also durch eure Sammlung guckt und ihr habt ein paar Geschosse für Maschinenkanonen, entweder korrodiert, schon verschossen oder Übungsmunition, fällt nicht drunter. Wenn jetzt ein Waffen- und Militarierhändler, der hat eine Genehmigung für Kriegswaffen und für verbotene Waffen und so weiter, kauft sich am internationalen Markt solche Munition, scharfe. Dann deaktiviert er sie. Dann holt er die Hülse raus, deaktiviert den Zündsatz und dann verkauft er die als Dekopatrone. Dann seid ihr da drin. Dann ist das ein funktionsfähiges Geschoss für eine Maschinenkanone und meiner persönlichen Einschätzung nach fällt das dann da rein. Als Kriegswaffe, als Verbrechenstatbestand. Da muss man aufpassen, was man tut. Das ist ein Jahr Haft Mindeststrafe. Also sollte man wirklich gucken, was man tut. Jetzt gibt es noch eine weitere Möglichkeit, wie so ein Geschoss erlaubt sein kann. Erläuterungen zur Kriegswaffenliste. Solltet ihr mal reingucken. Da sind ein paar interessante Sachen drin. Es kommt auf die objektive Eignung als Mittel der Gewaltanwendung bei bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Staaten an, gemessen am Stand der wissenschaftlichen, technischen und militärischen Erkenntnisse. Erinnert ihr euch noch an den Fall, wo der Rentner den Kampfpanzer aus dem Zweiten Weltkrieg im Keller hatte? Da wurde genau das vor Gericht verhandelt. Ich habe den Fall nicht genau beobachtet. Aber ich weiß, dass genau das die Frage war, wo dann gesagt wurde, dieser Kampfpanzer aus dem Zweiten Weltkrieg, der ist nicht mehr geeignet zur Kriegsführung. Es gibt zum Beispiel auch Munition, die eigentlich Kriegsmunition ist, aber für Waffen, die einfach nicht mehr hergestellt wird seit Jahrzehnten. Und dann kommen wir da rein. Es ist nicht mehr zur Kriegsführung bestimmt dann. Dann gibt es immer noch ganz viele Auffangtatbestände. Da gibt es das Sprengstoffgesetz, wenn Sprengladungen in den Geschossen sind. Da gibt es das Waffengesetz. Im Zweifel ist es dann immer noch eine scharfe Patrone nach dem Waffengesetz. Nicht nur eine erlaubnispflichtige, sondern auch eine verbotene, weil sie ausschließlich fürs Militär ist. Und dann ist es eine verbotene. So, jetzt kommt die Nummer 4, auf die ich raus wollte, dass sie unbrauchbar gemacht wird.
Die Kriegswaffeneigenschaft geht verloren, wenn die Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit entweder unmöglich ist oder ein technischer finanzieller Aufwand erforderlich ist, der in keinem sinnvollen Verhältnis zum Wert der funktionsfähigen Waffe steht. Also, was haben wir denn hier noch für irgendeinen netten Panzer, den ich euch zeigen kann? Die Patriot, da steht sogar die Patriot drin. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Wir nehmen jetzt irgendeinen Kampfpanzer. Ja, wenn ihr jetzt mit einer Metallsäge da rangeht und hier eine Kerbe reinsägt, dann spielt das keine Rolle auf die Einsatzfähigkeit. Wenn ihr jetzt das Rohr absägt, wäre es im Wert zum Panzer durchaus verhältnismäßig, ein neues Rohr herzustellen und einzubauen. Und dann ist dieser Kampfpanzer trotz abgesägtem Rohr immer noch ein Kampfpanzer. Weil die Neuherstellung, die Reparatur dieses Panzers durch ein neues Rohr im Verhältnis steht zu seinem Gesamtwert. So ein Geschoss hat nur einen sehr geringen Gesamtwert. Und wenn jetzt hier zum Beispiel eine Kerbe reingesägt wird, ein Schlitz reingefräst wird, dann ist es nicht mehr als Kriegswaffe tauglich und die Reparatur steht in keinem Verhältnis. Also man kann auch solche Geschosse deaktivieren. Wie das im Einzelfall aussieht, da würde ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen. Da sind mir auch keine Urteile oder sowas bekannt. Aber so funktioniert dieses System. So funktioniert das Kriegswaffenkontrollgesetz. Irgendwo steht hier noch, was Maschinenkanonen sind. Das wollte ich euch noch zeigen. Weil Definitionen sind ja immer wichtig. Da ist es ja. In den Erläuterungen zur Kriegswaffenliste steht hier: Unter Maschinenkanonen sind vollautomatische Waffen mit hoher Kadenz ab Kaliber 20 mm einschließlich erfasst. Das ist eine 50 BMG, also 12,7 mm. Die fällt in diese Regelung nicht rein. Das ist keine Munition für Maschinenkanonen, sondern natürlich für ein Maschinengewehr dann. Ist anders geregelt. Heißt nicht, da ist das dann alles harmlos, da muss man ganz, ganz, ganz genau reingucken, was da drin steht. Die Einstufung von Munition in den Wechselwirkungen von erlaubnispflichtig, verbotener Munition nach dem Waffengesetz und Kriegswaffe ist extrem kompliziert. Und da müssen viele Sammler aufpassen, weil viele Sammler, die wagen sich da weit aus dem Fenster. Gut. Sehr, sehr ähnlich funktioniert es auch mit Leuchtspurmunition, mit Hartkernmunition und so weiter. Die können auch Kriegswaffen sein. Muss man auch sehr aufpassen. Das ist eine 40 mm Bofors. Sehr faszinierend ist hier auch drin. Habe ich leider kein Geschoss für. Das soll es gewesen sein. Jetzt habe ich schon, Wahnsinn, über 18 Minuten darüber geredet. Das sollte nur ein ganz kurzes Video sein. Aber eben auf jeden Fall nicht für jeden. Das ist wirklich kompliziert, eine komplizierte Rechtsthematik. Und das, was ich sage, darf man auch nicht blind nachplappern, sondern man muss selber das Gesetz in die Hand nehmen und man muss es lesen und prüfen, weil sobald irgendeine Kleinigkeit ist, dann ist es schon wieder anders. Dann ist es anders geregelt. Wenn da ein Leuchtspursatz drin ist, ist es anders. Wenn da ein Hartkern drin ist, ist es anders. Wenn das ein Treibspiegelgeschoss ist, dann ist es wieder anders. Deswegen müsst ihr immer prüfen, das Gesetz in die Hand nehmen, selber gucken, selber lesen, euch schlau machen. Wenn ihr das versteht, dann kann euch niemand mehr was. Dann steht ihr über diesem typischen Stammtischgerede im Schützenverein drüber, wo einfach nur alles nachgeplappert wird, müsst die Gesetze in die Hand nehmen und mit den Gesetzen lesen. Nur in den Gesetzen steht drin, was wirklich gilt und nicht am Stammtisch im Schützenverein. Wenn ihr bis hier dabei geblieben seid, freut mich das sehr. Ich habe keine Lust, auf meinem YouTube-Kanal Mainstream zu machen und zu erklären, wie kriege ich den kleinen Waffenschein. Diese Themen interessieren mich nicht. Auch wenn ich viel über Schreckschusswaffen rede,
Mein Blog war auch nie für jedermann bestimmt. Gut, das soll es gewesen sein. Danke euch ganz arg für das Interesse und ich hoffe, ich kann euch das nächste Mal wieder begrüßen. Macht's gut, ciao.